Guten Tag, mein Name ist Kim Sauer auf der SMT Nürnberg. Ich begrüße heute bei mir Herrn Manfred Fehrenbach von der Firma Eutect. Herr Fehrenbach, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier uns zu besuchen, mit uns zu sprechen. Ja. SMT Nürnberg, eine regelmäßige alljährliche Messe, wo Sie auch immer vertreten sind. Was ist dieses Jahr bei Ihnen auf dem Stand zu sehen? Herr Sauer, zunächst mal besten Dank für die Einladung zu diesem Interview. Also auf unserem Stand ist zu sehen neue Technik im Sinne von drahtgeführten Prozessen im Bereich Laserlöten, im Bereich Kolbenlöten, im Bereich Thermodenlöten, Induktionslöten. Ebenso eine neue Maschine für die ganze Branche der EMS-Dienstleister. So, mit diesem Gesamtportfolio haben wir uns dieses Jahr komplett neu mit neuen Maschinen hier aufgestellt und haben eine sehr, sehr hohe Resonanz und Neugierde bei unseren Kunden, weil eine Messe bietet die Kunden der bestehenden Liga der letzten Jahre. Wir kriegen gemeinsam die grauen Haare, also man wächst in diese Jahre und in diese Innovationen gemeinsam hinein. Und ja, die Neukunden, die natürlich auch mit Blick auf neue Produkte, mit Blick auf Marktrecherchen bei uns am Stand sind und Fragen haben, was gibt es Neues, wie stellt sich Eutect in der Technik auf. Und Stahl und Eisen haben wir am Stand und das ist immer noch das Beste, was man zum Begreifen in die Hand nehmen kann. Ja, soweit. Super. Ja. Also SMT Nürnberg wieder eine gute Plattform, um neue Produkte einzuführen und sich mit alten und neuen Freunden zu unterhalten. Ganz genau. Das macht auch die Messe aus. Das ist unsere Kommunikationsplattform, die wir jährlich nutzen und auch genießen, hier zu sein, den Rücken frei, aus dem operativen Geschäft mal raus und nur den Blick auf den Kunden hinhören, wohin geht der Kunde, wo sieht er seine Zukunft und die Zukunft unserer Kunden ist gleichzeitig unsere Zukunft. Und was sind da was ist da die Resonanz, das Feedback, wo geht's lang, was erwarten die Kunden von Ihnen? Also wo geht's lang? Neue Produkte designen, die Designer haben freie Hand. Beispielsweise ein Beispiel in der LED-Technik. Alles, was sich am Auto in Form von LEDs im Vor- und im Heckbereich ereignet, wird komplett neu durchdesignt. Die LED-Technik bedarf neuer Verbindungstechnologien und neue Produkte auf der Seite der Automobilisten bedeutet für uns neue Antworten auf Seite der Hersteller, der Firmen, die die Prozesse hierfür in die Hand nehmen und zuverlässig diese Prozesse auch abbilden. Und so kommen wir auch schon zum Thema Aufbau- und Verbindungstechnik im Zusammenhang mit der Regelungstechnik, mit der Datenerfassung, also heute der Hype 4.0. Ich war ein bisschen überrascht, dass man jetzt dem Thema diesen Namen gibt, kann man sagen, 4.0 ist ein Zeitgeist, ich finde ihn gut. Es wird drüber hinaus diskutiert, es wird sich einpendeln, wo die Wahrheit wird in der Mitte liegen, wie bei vielen Hypes. Und so nach 35 Jahren sehe ich da gelassen drauf zu. Schön ist auch an diesem 4.0-Thema, dass wir dieses Thema eigentlich im Hause Eutect schon seit 5 bis 8 Jahren betreiben. Und jetzt bekommt diese Arbeit, die wir gemacht haben, im Sinne der der Regelungstechnik, der Prozessdatenerfassung, der Prozessdatenordnung zuordnen, bereitstellen, die Prozesse regelungsfähig für den Kunden anzubieten, um ihm Sicherheit zu geben, dass sein Produkt mit den notwendigen Merkmalen sicher und sicher platziert, verarbeitet wird, dass wir diesem Thema jetzt das Thema 4.0 geben. Also es hat einen Namen, der Kunde versteht es. Der Markt versteht es. Der Markt versteht es die hier auf dem Messeboden sieht man auch, dass die Unternehmen unter sich dieses Thema aufgreifen und diskutieren. Es ist ein spannendes Thema. Ja. Sie haben kurz erwähnt, es ist ein Hype. Sehen Sie es als Hype, aber ein seriöser Hype, der Ergebnisse haben wird? Der wird Ergebnisse haben. Ja. Und da werden viele Aspekte darin reifen in der Diskussion. Es werden diese Überschrift wird mit Inhalten, die jede Firma für sich definieren muss, wo liegt in der bestimmten Firma, in der bestimmten Branchenausrichtung, wo liegt da das 4.0-Gewicht? Ja. Und das muss man
für sich selber finden, mit dem Kunden in Abgleich bringen, wo sieht der Kunde seine 4.0-Vision und wo können wir für seine Vision, die er auch in der Formulierungsphase hat, ist auch bei ihm noch nicht final durchgereift, in vielen Fällen. Aber auf jeden Fall ein Ansatz zur Diskussion. Genau. Und das ist sehr positiv. Richtig. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute kurz mit uns zu sprechen. Gerne, sind wir schon durch. Wir sind schon durch. Sie müssen bestimmt wieder zurück auf Ihren Stand und mit Ihren Kunden die Gespräche weiterführen. Ja, aber über solche Themen kann man endlos sprechen und auch noch mit mehr Würze fühlen. Aber lassen wir es mal so stehen. Ich finde es super, dass wir die Gelegenheit genutzt haben. Absolut. Und ich glaube, die Zuschauer nehmen diese Ansätze, die wir besprochen haben, gerne auf, können sich direkt mit ihnen in Verbindung setzen. Ja. Merkmalig die Farben und die Schuhe natürlich, die immer wieder auftauchen und sehr markant sind. Ja. Und ich bin mir sicher, dass da sehr interessante Gespräche mit Ihren Kunden geführt werden. Herzlichen Dank, Herr Sauer. Vielen Dank. Dankeschön.